Das sind nicht einfach Naturkatastrophen, sondern das sind Gerichte Gottes. Darf ich euch noch mal zu Nahum ins Alte Testament führen? Hier haben wir eine ganze Auflistung, um uns das noch mal zu vergegenwärtigen. Wenn wir Dinge in unserer Zeit sehen, dass es uns eine Hilfe ist, sie mit Gott zu verbinden. Nicht einfach nur von Naturkatastrophen zu reden und von manchen anderen Erscheinungen. Nahum, oh, jetzt fängt es an. Wo finde ich Nahum? Nahum Kapitel 1 von 2. Wenn du nicht weißt, wo Nahum ist, dann hör einfach zu. Nahum 1 von Vers 2. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist Jahwe. Ein Rächer ist Jahwe und voller Zorn. Ein Rächer ist Jahwe an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Jahwe ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Jahwe ist langsam zum Zorn, aber wenn es kommt, dann in großer Kraft, und er lässt gewiss nicht ungestraft. Und jetzt kommt eine Auflistung, wo er Gottes Zorn offenbart, wo wir einfach nur uns gewöhnt haben, von Naturkatastrophen zu reden. Der Weg Jahwes, und über den Weg Jahwes ist das Zorngericht, es geht um das Gericht, das sich offenbart. Das ist der Weg Jahwes, ist im Sturmwind und im Ungewitter, und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Denken wir daran, wenn wir Stürme, wenn wir Ungewitter sehen, das ist nicht einfach Hurrikan XY und dann der Name dahinter. Vers 4, er schilt das Meer und trocknet es aus. Beides Gerichte durchs Meer, die da kommen. Weiter spricht er, und er lässt die Ströme versiegen, Baschan und Karmel verdorren, wenn Dürren kommen. Auf einmal spricht die Wissenschaft, Wasser verschwindet. Warum? Ja, das Umwelterwärmung, nicht wahr? Und die Blüte des Libanon verwelkt. Vers 5. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen. Vulkane. Vers 5. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen. Weiter. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht. Der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen, Erdbeben, das sind nicht einfach Naturkatastrophen, sondern das sind Gerichte Gottes. Das ist das Reden, die Anklage des Geistes, wo er zurückführt an die Welt und sagt, Leute, das könnt ihr beobachten, das könnt ihr mit euren Augen sehen, das könnt ihr wahrnehmen, das erlebt ihr vielleicht selber, es sind Gerichte Gottes.